Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute gucken wir uns mal die P90 in XDefiant ganz genau an. Viele von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie die P90 teilweise besser als die MP7 finden. Und das konnte ich einfach nicht glauben, denn die MP7 ist wirklich meiner Meinung nach die beste SMG in diesem Spiel. Aber die P90 hat mich wirklich an manchen Stellen sehr überrascht. Das Klassen-Setup, was ich euch am Ende wieder zeigen werde, ist wirklich absolut lecker. Damit könnt ihr auf Short Range und auf leichte mittlere Distanz noch ordentlich rasieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei diesem Video in die Kommentare eine Waffe mit einem Setup mal schreibt, die ich für euch in einem der nächsten Videos mal austesten kann, dass ich quasi eure Waffen spiele und dazu ein Video mache. Wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Das würde mich schon mal mega freuen. Würde mich sehr freuen, wenn wir heute die 300 Likes auf dem Video schaffen. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um kein Video mehr hier auf dem Kanal zu verpassen. Jetzt viel Spaß bei den Clips und wir sehen uns gleich nochmal zum Klassen. Setup. Alter, findet ihr, es sieht normal besser aus oder mit stretched? Zum Zuschauen normal. Okay. Boah, Digga. Okay. Ich wusste nicht, P90. Was machst du mit mir? Du verwöhnst mich hier gerade mit leckeren Shorts, Baby. Das in der ersten Runde, Baby. Fucking P90, Junge. Das sind sogar zwei Spinnendudes, ne? Natürlich. Oh mein Gott, die Triple Feuerbombe. Saftig, okay. Let's go. I'm behind the enemy lines. Selbst Longshots mit der P90 gehen rein, ne? Mich trifft eine Spinne im Sprung! Oh, der. Unglaublich. Ich hab 4 down. Oh, Shots! Oh mein Gott, schön. Einer noch, einer noch. Ah, die Tore schillern. Schmacki-Start. Oh, die Lobby ist aber ganz gut. Shish. Annie, hoppt da jemand? Ich spring mal im Gunfight, ja.
Das ist gut in dem Spiel. Solange man nicht 80 Mal in einem Gunfight springt, ist alles supi. Ja, und schon kann ich nichts mehr machen, weil der Typ mir einfach einen Schuss gibt und ich so lange low bin. Nee, ich will das nicht. Es gibt halt Matches, da kannst du wirklich gar nichts machen. Nee. Und dann spielen sie auch immer noch Phantom mit Sniper, dass sie auch noch so viel Leben haben. Genau. Treff sie auch einfach nicht, wenn sie auf dem Boden ist. Nö, kannst knicken, kannst knicken. Beziehungsweise von meiner Arbeit auf Twitch. So. Ja, zum Glück haben wir jetzt seit langer Zeit mal wieder ein geiles Game mit X-Defiant. Ach, Digga. Also, was war das jetzt für eine Szene? Irgendwann ist doch gut. Na, wir haben ja zum Glück nur noch 27 Tage bis zur Season. Und wir haben halt, da muss man sich halt glücklich schätzen, wir haben ja glücklicherweise einfach ein Spiel, was vom Kern her so gut funktioniert und so Spaß macht. Dann ist es auch okay, wenn der Content gerade mal so ein bisschen schmal ist, finde ich. Weil er mit dem halt auch seine Esmin wiederbekommt. Nö, ich bin hier. Oh mein Gott, hätte der mich jetzt gesniped, ne? Oh! Aha! Aha! Wichtig. Wichtig. So, Freunde, ihr habt die Clips gesehen. Absolut leckeres Ding. Auch die Tarnung wirklich sehr, 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 sehr nice. Die ist aus dem Battle Pass. Mega geile Sache. Wir fangen bei der Mündung wieder an. Wir haben eine Laufverlängerung dabei. Einfach, um die Reichweite ein bisschen zu boosten. Die Waffe hat eigentlich ganz gute Reichweite, aber damit bauen wir das Ganze nochmal ein bisschen mehr aus. Bei dem Lauf nehmen wir auf jeden Fall den Schnellfeuerlauf. Schreckt nicht zu sehr davor zurück vor der horizontalen und vertikalen Rückstoßkontrolle, bei der wir hier minus 20% stehen haben. Das ist nicht so schlimm, wie es da steht. Und auch diese 5% Feuerrate, da denkt man, das ist relativ wenig, aber das bringt auf jeden Fall den entscheidenden Unterschied in den Gunfights mit den anderen guten Waffen. Ja, bei Vorderlauf, da steht uns gar nicht so viel zur Verfügung bei dieser Waffe. Wir haben hier allgemein recht wenig Aufsätze. Wir nehmen den superleichten Griff für ADS-Geschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist wichtig, damit wir schnell unterwegs sind und auf jeden Fall richtig schön rushen können. Des Weiteren haben wir das schnelle Magazin drauf. Brauche ich nicht erklären. Wir können schneller nachladen und somit auch schneller wieder in die Fights gehen. Außerdem habe ich noch den Schnellziehengriff dabei, um das ADS-Speed, um schneller ins Visier zu gehen, nochmal mehr zu boosten, um die maximale Mobilität zu haben. Tatsächlich brauche ich euch für diese Waffe gar nicht so ein Low-Level-Setup empfehlen, weil ihr bekommt die meisten Aufsätze relativ früh, außer den Schnellfeuerlauf und den Schnellziehengriff. Da würde ich euch allerdings dann erstmal empfehlen, den Chrom überzogen zu spielen. Und bei dem Schnellziehengriff würde ich euch den Stoff oder den Ledergriff empfehlen. Ganz am Anfang könnt ihr natürlich den schweren Griff nehmen. Das ist natürlich gar kein Problem. Falls ihr mit dem Ironsight nicht klarkommt, spielt ein Visier. Und dafür würde ich dann am besten wahrscheinlich das schnelle Magazin runtermachen. Da verliert ihr jetzt nicht ganz so viele Stats. Deswegen, dann könnt ihr ein Visier spielen. Ich brauche es nicht. Ich finde es so sehr angenehm. Probiert es aus und schreibt mir in die Kommentare, wie euch die P90 gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und auch gerne ein kostenloses Abo, um nichts mehr hier auf dem Kanal zu verpassen. Das würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns wie jeden Tag auf Twitch. Dort bin ich jeden Morgen live und das immer bis mittags, nachmittags. Da zocken wir immer, spielen geile Clips zusammen und haben einfach eine gute Zeit. Kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ganz viel Spaß, Leute, und haut rein.